Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder was ganz Tolles zu besprechen. John Sinclair als MC habe ich gekriegt. Habe ich echt 66 € für zahlen müssen. Man sieht es auch noch, ist original verpackt. Habe ich schon lange bei uns im Regal stehen. Wollte ich es heute mal besprechen mit euch. Seht mir das nach, durch den hohen Preis und den hohen Wiederverkaufswert vielleicht mal eines Tages. Machen wir die heute nicht auf. So, deswegen kommt ihr erstmal hier hin, kriegt den neuen Platz. Ich habe mir dafür die einfache, billige Variante, die es auch tausendmal nachproduziert worden ist, als CD geholt. Das ist nämlich Dr. Tods Rache, die letzte Folge, von 108. Was gibt es dazu zu sagen? Es ist auf jeden Fall der zweite Teil, weil aus irgendeinem Grund ist damals die letzte Folge nicht mehr produziert worden. Und da haben sich Fans ganz viel Mühe gegeben, jetzt vor ein paar Jahren die letzte Folge herauszubringen. Ich habe sie mal vor Jahren gehört. Ich muss dazu sagen, gut fand ich sie damals nicht. Die Sprecher sind alle älter geworden. Und gut, wenn man das ein bisschen beiseite schiebt, kann man sagen, okay, die Tonspuren, die sind ergänzt worden an den bestimmten Stellen, wo es ja nicht mehr passte. Es ist komplett ein Fanprojekt, das hat man gemerkt. Also dieselbe Qualität hat man da nicht mehr. Ich finde es trotzdem wichtig zu haben, man schließt da einmal die Serie mit ab. Das haben die Fans echt super gemacht. Wir machen sie jetzt einfach mal auf und schauen rein. Was erwartet uns denn? Wie gesagt, ich habe es auch mal vor Jahren gehört, so wie die anderen Sachen. Hat mich nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist meine Kritik daran. So, jetzt habe ich die Folie aufgemacht. So, also die Folge heißt, wie gesagt, Dr. Tods Rache, Folge 108. Das ist von Tonstudio Original Braun, also Tonstudio Braun ist das, das ist ein Original. Er hat extra hier nochmal einen Stempel gekriegt. Ja, der, obwohl ich glaubt, ich weiß es nicht. Geisterjäger John Sinclair, Dr. Tods Rache, Teil 2 von 2. Ich glaubte schon, Dr. Tod besiegt zu haben, aber es war ein großer Irrtum. Dr. Tods magische Fähigkeiten waren gewaltig. Er tauchte wieder auf in anderer Gestalt und seine Rachepläne verschonten keinen von uns. Ein erbitterter Kampf um Leben und Tod begann. Tod gesagte Leben länger. Die Folge 108 der Hörspiellegende wurde endlich produziert. Steht so drauf. Ihr wisst ja, mit Namen habe ich es nicht so. Falls ich mir was falsch ausspreche, seht ihr mir das nach. Ihr wisst, ich habe eine Wortfindungsstörung. So, erstmal, das ist damals von den MCs übernommen worden, das grüne Design, das finde ich eigentlich ganz schick. Man hat ja auch mittlerweile die CDs nachproduziert, auch alle in diesen grünen. Das heißt, man bleibt da einheitlich. Das ist schon mal in Ordnung, das finde ich gut. Also wenn man jetzt MC und Kassette vergleicht, das ist eigentlich sehr gut geworden. Ist auch mein größter Schatz, den ich übrigens in der Sammlung aktuell habe. Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein paar Sachen kaufen muss, dass noch nicht alles reicht, aber wir fangen ja langsam erst an. Das nächste Mal möchte ich vielleicht besprechen hier die komplette Sammlung mit New Spider-Man, aber das werden wir dann beim nächsten Video extra besprechen. Ich will ja jetzt hier nicht abschweifen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt reingucke, sieht das schon stylisch aus. Die CD, wie gesagt, ich habe sie gerade aufgemacht, noch nie bespielt worden. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer alles von euch schon Sinclair-Fan ist und wer vielleicht mal eine CD geschenkt bekommen haben möchte. In dem Fall diese hier, die habe ich jetzt gerade aufgemacht. Ich habe so gedacht, wenn wir so 100 Abonnenten haben, dann können wir ja mal eine Versteigerung machen, dass jeder mal reinschreibt oder mal weiter verlinkt oder teilt. Und dann mal runterschreibt, wie lange er schon John Sinclair-Fan ist und warum er unbedingt eine CD geschenkt bekommen haben möchte. Ich gehe da jetzt mal von aus, viele haben in der Sammlung, haben die CDs schon. Aber vielleicht gibt es ja neue, die gerade mit der Sammlung anfangen oder Kinder, die ja, ja etwas Gutes tun wollt, etwas beschenken wollt.
Vielleicht auch etwas ärmere Familien, die sich das vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Monat leisten können. Würde ich ganz gerne die CD einmal verschenken. Dann braucht ihr eigentlich, wenn ihr denn gelost worden seid, wenn ihr nur eure Adresse schenken, dann schicke ich euch das zu. So, aber wie gesagt, wir gucken hier rein und seht mir das nach. Letztes Mal musste ich das, habe ich die Kamera ja immer in der Hand gehabt. Da hatte ich ja nur eine Hand frei. Jetzt habe ich zwei Hände frei, kann es trotzdem nicht. Aber ist alles gut. Okay, klappt doch. Gut. Okay. Ein Hörspiel von Jubbe Audio, frei nach dem gleichnamigen Roman von Jason Dark. Erstmals erschien 1982 als Band 230 der Bastei-Romanserie. Übrigens, da gibt es ja auch Hefte zu. Ja, ich habe ein paar davon gelesen. Die sind gar nicht mal verkehrt, die sind gar nicht mal schlecht. Vielleicht besprechen wir die auch noch mal bei Gelegenheit. So, gucken wir doch vorne rein. Hier sind wir erstmal begrüßt. Liebe TSB-Fans, hier ist sie nun. Die sagenumwobene Folge 108. Dr. Tods Rache. Vielleicht in unerwarteter Form, aber immerhin. Es wurde viel spekuliert über die angeblich noch aufgenommenen Folgen nach der zuletzt erschienenen Nummer 107. Ich kann aber versichern, dass keine alten Aufnahmen existieren. Weitere Titel waren zwar ausgesucht, vorbereitet, wurden aber nur die Drucksachen. Wenn meine Geschwister und ich als Kind nach der Schule heimkamen, freuten wir uns sehr, wenn wieder Hörspielaufnahmen im Tonstudio angesetzt waren. Viele Schauspieler gingen ein und aus und gehörten fast zur Familie. Es gab die traditionellen Wienerli und Kartoffelsalat zur Stärkung. Das wird wahrscheinlich eine Wurst sein, oder? Ich kenne das gar nicht. Fast immer half ich mit. Manchmal gab es sogar eine kleine Statistenrolle, die ich sprechen durfte. Die Idee von Lübbe Audio, die angekündigte, aber nie realisierte Folge 108 als Finale der CD-Wiederveröffentlichung neu zu produzieren, gefiel mir sofort. Ein Gedanke an all die Fans, die die Serie über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Natürlich konnten wir nicht nahtlos anschließen. Das Tonstudio Braun und die alte Technik gibt es nicht mehr und viele der damaligen Schauspieler sind in Ruhestand oder leider verstorben. Ja, siehst du, und deswegen hat man den anderen genommen oder die Stimmen sind halt alt geworden. Und das merkt man leider an der Folge auch. Aber gut, sie ist mit viel Liebe gemacht worden. Man hat versucht, das Beste da rauszuholen, was man kann. Wenn man das komplett ignoriert und einfach nur ein schönes Hörgenuss haben möchte und dann ist die Folge gar nicht mal verkehrt, obwohl ein paar Stimmen, die da drin sind, da habe ich so gedacht, oh nein, das geht gar nicht. Aber gut. Außerdem konnten wir nicht, wie früher üblich, die Schauspieler gemeinsam einen Raum aufnehmen. Erschwerend kam noch die Corona-Krise hinzu. Ach, siehst du, das Ding ist in der Corona-Krise entstanden. Okay, wir haben uns bemüht, so viele Originalsprecher wie möglich ausfindig zu machen und unser Tonstudio von Lübbe Audios zu locken. Zusätzlich haben wir viele wunderbare neue Stimmen gefunden, die mit ihrer künstlerischen Kraft die Geschichte zu Leben erweckt haben. Ich bin sehr stolz auf die Jean-Zinkler-Produktion Dr. Tods Rache und freue mich sehr, dass die Tonstudio Braun-Serie mit diesem Hörspiel einen krönenden Abschluss findet. Ich hoffe, dass euch die Folge genauso gut gefällt wie mir. Euer Michael Braun. Okay, müsste ich mal googeln, wie das ist. Geisterjäger Jean Sinclair. So, jetzt haben wir hier quasi ein Hörspiel von Lübbe Audio. Frei nach dem gleichnamigen Roman von Jason Dark. Erstmals erschien, also gut, das habe ich schon erzählt, ne? Ist von 82, waren 230. Aufgenommen im August 2020 in den LA Tonstudios Cologne, Germany. Hörspielskript von Marc Freund. Regie, Schnitt, Sounddesign und Montage Michael Braun. Tonstudio Braun GmbH, okay. Musik von Martin Hoffmann. Musik kann ich jetzt gar nicht sagen, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Kreative Direktor Patrick Siemann. Ja, also Jean Zinkler spricht hier Volker Lippmann. Suko ist eine Originalstimme, ist Peter Niemeyer. Bill Connolly ist eine Originalstimme, ist Art Winder.
Glenn Perkins ist eine Originalstimme, ist Karin Dick. Erzählerin ist Kerstin Fischer. Dr. Tod ist Hemens Bender. Lady X ist Alexandra von Schwerin. Sir James Powell, ihr wisst ja, ich und Namen, ne? Meine Wortfindungsstörung. Nehmt mir das bitte nicht krumm. Powell soll das, glaube ich, heißen, ne? Axel Goldschmidt, Spiria, Martin Bross. Borland ist Sebastian Rüger. Logan Costello, noch eine Originalstimme, ist Hans-Joachim Heist. Maxim ist Wolfgang Rosicka. Linda ist Amy Chinuit. Vampiro Del Mar ist Thomas Dalu Martin. Sheila Connelly, Eslin Eridin. La Mama ist Sabina Godeck. Ich halte das mal an die Kamera. Also ihr könnt das vielleicht entkennen. Ich und meine Wortfindungsstörung können das bestimmt alle besser aussprechen wie ich. Besonders die Kinder. Bin ich davon überzeugt. Und deswegen verschenke ich die auch. Oh, hier ist toll. Da sind mal Bilder drin. Ah, das ist ja super. Ich brauche das gar nicht googeln. Dann sehe ich halt den Herrn Braun. Ach, guck mal, da ist er. Da oben. Toll, gut gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Oh, hier, guck mal, wer den Dr. Tod spricht. Also sieht er jetzt aus wie ein Dr. Tod? Ja, nicht schlecht. Also Stimme und die Leute, die dazugehören, ne? Das ist schon unglaublich, ne? Man stellt sich die Menschen immer anders vor. Habt ihr das auch? Krass. Richtig gut gemacht. Ja, Hans-Joachim Heist. Den habe ich auch schon mal woanders, glaube ich, gesehen. War der nicht mal sogar mal im Fernsehen? Ja, krass. Finde ich richtig stark. Oh, hier. Da sind nochmal, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da sind nochmal alle Teile aufgelistet. Kann das sein, dass das bei euch auf dem Kopf steht? Ich hoffe nicht. So. Ja, wir haben hier das Horrorschloss in Spessart, damit fängt das an. Der schwarze Henker. Das Horrortaxi von New York. Der Fehler Teil 1 bis 3. Gut, das haben sie da einzeln aufgenommen. Dracula gibt sich die Ehre Teil 2 und 3. Okay. Vom Teil 2 und 3. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay, der Fehler ist Teil 1 von 3. Okay, Dracula gibt sich die Ehre, ist Teil 2 von 3. Und die Vampirfalle ist dann Teil 3 von 3. Ach, so ist das gemacht. Okay, verstehe. Die Horrorreiter, der Totenbeschwörer, Folge 9, der gelbe Satan, Teil 1 von 2. Horrorkreuzfahrt, Teil 2 von 2. Der unheimliche Bogenschütze. Oh, die Folge ist gut. Die habe ich mal gehört. Die ist richtig klasse. Augen des Grauens. Der Sensenmann als Hochzeitsgast. Oh, da ist er ja wohl auf der Hochzeit. Und dann war das nicht so von Bill Connelly. Wird da die Frau umgebracht? Also die heiraten erst, dann gehen sie raus und dann zack, Kopf ab. Ja, die Folge kenne ich glaube ich auch. Obwohl ich ja die Folge persönlich besser finde, wo sie das ja in den 2000er-Serien nochmal neu produziert haben. Da haben sie glaube ich auch nicht alle Folgen, soweit ich das in Erinnerung habe. Das haben sie nicht eins zu eins übernommen und dann nur ein bisschen anders gemacht, sondern die haben ja komplett 2000er-Serie müssen wir auch mal besprechen, haben die ja komplett anders gemacht. Also hier gibt es viele, sehr viele Folgen und nicht alle Folgen gibt es auch in der 2000er-Serie. Vielleicht kommen die ja noch. Die haben ja auf jeden Fall eine andere Reihenfolge gewählt. Ja, aber sehr gut gemacht. Damit würde ich gerne das Besprechen beenden. Ich kann euch auf jeden Fall Tonio diese Serie am Herzen liegen, diese Tonstudio Braun. Die ist auch mit sehr viel Liebe gemacht, natürlich zu einer ganz anderen Zeit, wo Hörspiele einfach allgemein noch ein bisschen anders waren, wie das heute ist. Sind aber sehr viele schöne Folgen bei.
auch für die jüngere Generation. Ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen der 2000er-Serie und der Classic-Serie und zu denen hier. Aber wenn ein Jason Dark darauf steht, ist das Qualität. Ja, also besorgt euch die Serie, hört euch die an, schreibt mal drunter in einem Video, wie euch diese Folge gefallen hat. Persönlich, da ist sehr viel Liebe drin, da hat man sich auch echt Mühe gegeben, das kannst du keinen absprechen. Es ist natürlich, wenn du die anderen Folgen vorher alle gehört hast und dann kommt die, ein riesengroßer Qualitätsunterschied. So, der fällt auf. Das kann man kein vernehmen, sonst hätten die auch vorher das nicht reingeschrieben. Aber es ist schön, dass man gesagt hat, man möchte diese Serie abschließen und dann ist sie zu Ende und dann fängt man quasi ja mit den 2000er-Serie halt an. Und deswegen würde ich sagen, wenn man die mal bewerten sollte, so eine CD, mache ich mich schwer damit, das zu bewerten. Wie würdet ihr das bewerten? Wie würdet ihr Folgen allgemein bewerten? Ob wir jetzt mal bei Jason Dark sind, hier John Sinclair, oder ob wir jetzt bei drei Fragezeichen sind, oder TKKG, oder fünf Freunde, oder andere Serien, die wir besprechen wollen, vielleicht mal. Wie würdet ihr eine Liste formulieren? Das ist die beste Folge, das ist die schlechteste Folge und wie bewertet ihr die? Geht ihr nach der Musik? Geht ihr, wie die Sprecher gearbeitet haben? Geht ihr nach dem Skript? Ob ihr da gut einschlafen könnt? Ob die euch wach gehalten haben, wenn ihr zum Beispiel eine wichtige Autofahrt machen müsst? Kocht ihr dabei bei euren Hörspielabenteuer und habt da eine schöne Zeit bei? Wie soll man das bewerten? Ich sehe die Mühe da drinne und ich sehe auch, dass man sich da wirklich einen Kopf mitgemacht hat. Aber die Folge sehe ich von der ganzen Tonstudio Braun als die schlechteste an. Die hat mir am wenigsten gefallen. Ja, gut. Aber ihr könnt ja anderer Meinung sein. Vielleicht ist das eure beste Folge oder ihr sagt, okay, ich gebe eine mittlere 3 oder so. Nochmal zur Kassette zurück, die ich nicht auspacken werde. Also ich finde das auf jeden Fall mal gut, dass man noch gesagt hat, pass auf, ich bringe noch mal eine Kassette von raus. Und soweit ich das verstanden habe, sind die auch streng limitiert. Also wie gesagt, ich habe da damals 66 € für bezahlt. Das ist schon damals ein Preis gewesen. Das ging auch irgendwo darum, die wollten da auch eine Spendenaktion draus machen. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist ja Kinder, das ist in Ordnung, das unterstütze ich. Man weiß ja nie, was ist. Also aufmachen wollte ich sie nicht. Ich habe auch noch eine andere CD, quasi die ich dazu packe. Dann werde ich die hier hinstellen. Als Highlight. Und wie gesagt, und die ich jetzt gerade aufgemacht habe, die, wenn wir 100 Abonnenten haben, also ordentlich teilen das Video, euren Freunden erzählen, dann möchte ich ganz gerne die verlosen. Und vielleicht schreibt ihr drunter, für wen ihr die haben möchtet, ob für euch selber oder für jemand anderen. Und mir am liebsten wäre das vielleicht für Kinder. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir hätten jetzt eine Familie, die ein bisschen schlecht gestellter ist wie andere, dann, und die hören ganz gerne John Sinclair, dann dürfen gerne die in Forderung treten. Das ist natürlich auch eine Hörspielserie, hat einen bestimmten Altersgrad. Ich meine, die steht hier leider nicht drauf, soweit ich das weiß. Aber das sind natürlich Geschichten, wo die Kinder auch damit umgehen können. Ja. Also ich denke mal, die sollten mindestens so 10, 12 Jahre alt sein, wenn nicht sogar älter. Ich weiß nicht, ob das eine reine Erwachsenenproduktion ist oder ob die Tonstudio Braun auch die Kinder dürfen. Es steht, wie gesagt, keine Altersangabe drauf. Müsste ich nochmal nachgoogeln. Aber das müssen dann die Eltern entscheiden. Verbleiben wir einfach so. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart.